Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, ich wusste gar nicht, dass Sie die Richtlinienkompetenz in dieser Koalition schon an die SPD abgegeben haben, aber man lernt ja nie aus. Haushaltsberatungen sind toll, sind spannend, denn der Haushalt ist ein in Zahlen gegossenes politisches Programm. Da zeigt uns die Große Koalition, wo sie hin will mit unserem Land. Und wir debattieren heute einen der wichtigsten Einzelpläne in diesem Haushalt, nämlich den Haushalt für Bildung und Forschung. Und ich habe mich darauf gefreut. Ich habe gedacht, die Große Koalition hat aus der Krise gelernt. Und ich erlebe hier einen Bums für Bildung, Forschung und Innovation. Fehlanzeige, denn mittelfristig Corona bereinigt, sinkt dieser Haushalt. Mittelfristig folgt dem mehr im Haushaltsplan 2020 ein weniger in der mittelfristigen Finanzplanung. Das ist der falsche Weg. Bildung und Forschung sind der Weg in die Zukunft, sind der Weg, die Krise zu bewältigen, Chancen zu geben. Und die Zukunft gehört denen, die heute anfangen und nicht erst in der Zukunft. Oder um es mit Worten der Bundeskanzlerin zu sagen, Wohlstand für alle heißt, Wohlstand für alle heute und morgen heißt Bildung für alle. Große Worte einer vor über 10 Jahren ausgerufenen Bildungsrepublik. Und trotzdem, 10 Jahre später, Herr Kollege, ist das Trennende in dieser Gesellschaft nämlich genau immer noch die Bildung. Wir haben den Bundesbildungsbericht gelesen. 7% der Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule ohne Abschluss, Tendenz steigend. Wir haben Reporte gesehen, dass immer noch das Trennende ist, aus welchem Haushalt ich komme. Nicht-Akademikerkinder. Nur 21 von 100 gehen auf die Hochschule. Bei Akademikerkindern sind es 74 von 100. Die Corona-Wochen werden diese traurigen Fakten noch verstärken. Das müssen wir ändern. Sie bitten um Geduld, Frau Ministerin. Die Familien, die auf die Endgeräte warten, die warten, dass das Geld endlich abfließt und ankommt an den Schulen. Die haben aber keine Geduld mehr. Wir brauchen endlich, dass die Mittel auch wirklich abfließen. Wir brauchen zum Beispiel auch für Chancengerechtigkeit ein elternunabhängiges BAföG. Frau Ministerin, Bildungsgipfel und Budgetposten ersetzen keine Taten. Ja, ich weiß, dass Bildung auch eine Ländersache ist. Aber gerade deshalb oder vielleicht sogar deshalb müssen Sie die Position, die Sie haben, die Position müssen Sie nutzen. Sie müssen die Länder zusammenbringen. Sie müssen sich an die Spitze der Bildungschancen setzen. Machen Sie 2021 zu einem Jahr der Chancen. Und 2 Punkte haben Sie angesprochen, Frau Ministerin. Sie haben es angesprochen, und zwar die berufliche Bildung. Nein, nicht jeder muss studieren in unserem Land. Die Realität ist auch eine andere. Deutlich mehr nehmen eine berufliche Bildung wahr. Sie selbst, Frau Ministerin, loben unsere Vorzeigeausbildung in jeder Rede. Nur der uns vorgelegte Haushalt spricht eine andere Sprache. Der Löwenanteil geht in die akademische Bildung, in die Begabtenförderung für die akademische Bildung. Nur ein Bruchteil, ein Mäuschenanteil für die berufliche Bildung. Die Begabtenförderungswerke müssen endlich für die berufliche Bildung geöffnet werden. Wir müssen ihnen den Respekt und die finanzielle Anerkennung zukommen lassen, die sie verdienen. Und ich will Ihnen eins sagen. Mein Vater ist 92 Jahre alt. Er ist geboren in dem Jahr, als der eiserne Gustav mit der Kutsche nach Paris fuhr, um gegen Autos zu demonstrieren. Er macht heute digital seine Steuererklärung. Der technologische Wandel, das wissen wir seit langem, verändert rasant unser Leben. Mein Vater lebt das, worüber Sie noch sprechen. Denn lebenslanges Lernen ist eine der Schlüsselaufgaben in unserer Zeit. Aber die Realitäten in Ihrem Haushalt sprechen eine andere Sprache. Ihr Fokus liegt immer noch auf Schule, Hochschule, drumherum Dürre. Machen wir das Jahr 2021 ein Jahr zum lebenslangen Lernen. Es darf nicht eine Worthülse bleiben. Es muss endlich Schule machen, Frau Ministerin. Ich komme auch gleich zu meinem letzten Punkt. Der Kollege Sattelberger wird noch zu Innovation einiges sagen. Der Haushalt, den Herr Brinkhaus als einen Haushalt mit Priorität für Zukunft, Technologie und Innovation bezeichnet hat, der Haushalt ist leider in diesem Hinsicht ambitionslos.
Es sind natürlich Mittel eingestellt worden für einige Projekte, die Sie genannt haben, aber im Verhältnis zum Gesamthaushalt ist das verschwindend gering. Ziel einer klugen Politik muss es sein, dass die Ideen in unserem Land entstehen, der neue Stoff, das Mikroplastik nicht mehr gebraucht wird, die Biotechnologie, die Krankheiten heilt oder Ernährung und Umwelt schützt. Dieser Haushalt ist ambitionslos. Ihr Ansatz, wenn die Herausforderungen groß werden, wird der Bildungshaushalt werden, die Investitionen klein, ist der falsche. Wenn wir in Bildung und Forschung investieren, dann investieren wir in die Zukunft unseres Landes. Dafür werden wir in den Haushaltsberatungen streiten, debattieren. Ich freue mich auf die Haushaltsberatung. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Gesine Lötsch für die Fraktion Die Linke.